Der obligatorische Literaturhinweis, das, was wir jetzt besprechen, die Java API, die Programmierschnittstelle, die in der Java-Umgebung bereitgestellt wird, findet man auch Dokumentation zu hier in diesem Buch, was ich genannt hatte, von Wiesenberger und anderen. Zum einen im Kapitel 12, wo Hilfsklassen auch konzeptionell eingeführt werden. Genau das ist auch das, was wir heute machen. Und auch noch nachher noch mal im Anhang auch noch mal Erläuterung zum Umgang mit der Spezifikation. Ja, also wie gesagt, jetzt hier in dieser Vorlesung erstmal, wir haben uns wahrscheinlich gar nicht die ganzen 90 Minuten, sondern wahrscheinlich nur so 40, 45 Minuten beschäftigt, die Java API. Also was kann man erstmal API sich vorstellen? API ist eine Abkürzung für Application Programming Interface. Das ist also für den Entwickler von Softwareanwendungen eine Schnittstelle, auf die er zurückgreifen kann, wo er jede Menge sinnvolle Klassen schon vordefiniert findet, die er nicht mehr selber oder die sie nicht mehr selber schreiben muss, sondern wo man sagt, die kann ich einfach verwenden, um meine Anwendung zu bauen, um mich zu konzentrieren eigentlich auf meine Anwendung. Das ist auch sinnvoll und weil man das nicht nur, wie soll ich sagen, im Sinne der Produktivität sinnvoll ist, sondern auch im Sinne der Wartbarkeit des Programmes, weil die Programme, die eine API verwenden, natürlich besser verständlich sind für den nächsten Leser, als wenn jemand sich selber überlegt hat. Das ist auch sinnvoll im Sinne der Qualität. Ja, es ist klar, bevor ich jetzt selber wieder meine x plus erste Listenimplementierung mache, mit den klassischen Fehlern, die man immer so gerne macht beim ersten Mal hinschreiben, kann man sich alles sparen. Hier gibt es die Klassen schon. Es gibt einige Sachen, die kennen Sie schon. Objekte kennen Sie, klar. String hatten wir schon kennengelernt, was die Klasse. Comparable hatten wir schon mal kurz angesprochen. Das sind alles Sachen, die ein Teil eben von dieser API sind. Weitere Informationen finden Sie hier unter der Online-Dokumentation zum Java-System natürlich. Und das Ganze ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Wichtige Pakete sind Java-Lang, das ist, wo wir auch schon einiges daraus kennengelernt haben. Java-Util, da werden wir heute noch ein bisschen was drüber reden und Java-IO werden wir nur ganz knapp streifen. Aber das sind nur drei von, wir sehen, jeder Menge Paketen. Ja. Das ist jetzt erstmal ein hierarchischer Überblick über das, was haben Sie in Java. Sie haben irgendwo alles zusammengefasst, kann man sagen, ist die Java-Sprache. Da gibt es natürlich verschiedene Programme dazu, die Ausführungsumgebung, den Compiler, das Doc-System, das System, um Packages zu machen, Jar und so weiter. Ich will jetzt gar nicht im Detail auf all das eingehen. Das soll Ihnen eigentlich nur mal zeigen, wie viel es eigentlich hier an der Stelle gibt. Wir werden über einen ganz kleinen Teil heute in der Vorlesung sprechen, aber es ist der Teil, wo man vielleicht ein gewisses konzeptionelles Verständnis für haben sollte, nämlich die sogenannten Collections, das sogenannte Java Collection Framework. Was ist eine Collection? Deutsch also Sammlung. Ja, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Sammlung von Objekten. Und es ist eine einheitliche Architektur, ein einheitliches Konzept, wie kann man die verschiedenen Datentypen, die man nutzen kann, um Sammlungen zu verwalten, hier sinnvoll ordnen. Und es gibt im Prinzip, wenn man so will, zwei Klassenbäume. Das einmal ist Collections als abstrakte Oberklasse und dann gibt es hier verschiedene Varianten, wie man das realisiert. Einmal als Menge, einmal als Liste, einmal als Schlange und bei der Liste nochmal den Spezialfall der sortierten Liste. Wir werden nachher sehen, das sind alles Interfaces, ja, nochmal mit verschiedenen Implementierungen dahinter. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch eine Abbildung. Das kann man sich vorstellen, dass man so Schlüssel-Wertpaare, Key-Value-Pairs hat und dann gibt es verschiedene Implementierungen hierfür, genauso nochmal das Ganze spezialisiert als sortierte Abbildung. Wenn wir erstmal hier in die Collections eingehen, sehen wir, das ist eine Schnittstelle, die erstmal über einen beliebigen Datentyp E arbeitet. Sie sehen also hier das als Generic formuliert und Collection ist erstmal das Allgemeinste. Das heißt, es macht keine Aussage darüber, ob ich zum Beispiel eine geordnete Liste habe, ja, wo es eine Ordnung gibt, erste, zweite, dritte Position. Es macht keine Aussage darüber, ob ich eine Mengensemantik habe, sprich keine Duplikate habe. Ist klar, Sie können dasselbe Element nicht zweimal in einer Menge speichern. Das wird alles hier erstmal gar nicht spezifiziert, sondern ist so, man verwendet eben Collection, wenn man möglichst wenig Einschränkungen machen soll. Und dann gibt es eben die spezielleren Collections mit zusätzlichen Randbedingungen, zum Beispiel Set als Menge, hat keine Duplikate, List
hat eine Reihenfolge, Q, dann Warteschlange hat auch eine Reihenfolge. Das sind jetzt spezielle Collections. Aber wenn man sich jetzt erstmal nur das Interface Collection anschaut, sieht man, hat man hier sehr, sehr elementare Routinen definiert. Man kann die Größe abfragen mit Size. Man kann mit isEmpty abfragen, ob sie leer ist. Contains kann man prüfen, ob ein Element enthalten ist. Mit add kann man ein Element hinzufügen. Remove kann man das Element wieder entfernen. Man kann sich einen Iterator darüber besorgen. Sie erinnern sich an Iteratoren, die wir besprochen hatten. Man kann prüfen, ob eine andere Collection hier enthalten ist. Jetzt dieser ulkige Fragezeichen-Operator hier. Das werden wir nachher ausführlich besprechen, was das bedeutet. Man kann eine ganze andere Collection hinzufügen, auch wieder hier Fragezeichen extends e, besprechen wir nachher, was das heißt. Oder man kann auch eine ganze Collection entfernen wieder. Man kann das Ganze in ein Array konvertieren und kann das einmal als Objekte zurückbekommen oder auch typisiert als Array von diesem Typ. Array. So, genau, jetzt machen wir einen kleinen Exkurs, um nämlich dieses Fragezeichen hier, was wir hier hatten, zu erklären. Was bedeutet das? Und zwar ist das Fragezeichen das, was man so Wildcard, also Joker, nennt, für diesen generische Typvariable vom Generic. Was heißt das? Im Prinzip wollen Sie hiermit sagen, ich habe eine Collection über einen Typ, den ich hier aber noch nicht festlege. Aber hier muss ein fester Typ nachher rein, zum Beispiel Integer oder Double oder String. Es dürfen, wenn das Fragezeichen so alleine steht, hier gar keine Annahmen gemacht werden. Das kann also sehr allgemein sein, das kann Objekt sein, das kann aber auch sehr speziell sein. Das Interessante ist, ich kann über das Fragezeichen jetzt anfangen, Einschränkungen zu machen. Also wie gesagt, hier, wenn das Fragezeichen alleine ist, heißt es beliebiger, aber fester Typ. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fragezeichen Super T habe, dann heißt es, ich nehme Oberklassen von T. Fragezeichen Extends heißt, Fragezeichen kann T oder Unterklassen sein. Und wenn man zum Beispiel das hier an diesem Beispielvererbungsbaum, den wir schon mal so ähnlich hatten, über unsere verschiedenen Tierklassen anschauen, also Katze, Hund, Säugetier, Tier, lebender Organismus und natürlich als oberstes immer Object. Dann, also wenn ich Fragezeichen habe, kann alles davon eingesetzt werden. Wenn ich jetzt sage, nein, das Ganze muss eine Oberklasse von Animal sein, dann kann es Animal sein oder eben jede Oberklasse. Und das Pendant dazu ist Fragezeichen Extends Animal, wo man sagt, ich kann Animal oder eine Spezialisierung, eine Ableitung von Animal nehmen. Dann werden diese Klassen möglich, hier die rot eingefärbten, also alle Unterklassen von Animal. Sie sehen, das geht logischerweise natürlich transitiv weiter. Jetzt gibt es noch eine andere Sache, die nicht ganz unwichtig ist, dass man es einmal verstanden hat. Es läuft manchmal über den Begriffen Kovarianz, Invarianz. Was damit gemeint ist, ist, wie vererben sich wie verändern sich Spezialisierungsbeziehungen, Vererbungsbeziehungen, wenn ich jetzt sowas wie Klassen oder Collections, Arrays oder Collections bilde. Hier sieht man das mal an dem Beispiel. Ich habe einen Integer als Unterklasse von Number und daraus folgt, weil nämlich das mit Arrays Kovariant-Typsystem bei Java behandelt werden, dass ein Array von Integer auch eine Unterklasse von ein Array von Number ist. Nochmal, also langsam, was ist hier passiert? Durch die Array-Bildung auf beiden Seiten, ja, einmal Integer, einmal Number, ändert sich die Richtung der Vererbung nicht. Deswegen Kovariant. Ja, also mit dem Draufsatteln quasi von der Vererbung bleibt aber die Vererbung des Arrays bleibt die Vererbungsrichtung dieselbe. Nämlich ein Array von Integer ist immer noch eine Unterklasse von einem Array von Number. Hier sehen wir, was wir im Code damit machen können. Wir können zum Beispiel sagen, wir haben A mit dem statischen Typ Array von Number und wir weisen ihm ein Integer Array der Größe 1 zu. Ja. Und dann können wir zum Beispiel A0 einen Integer zuweisen. Ja, das ist kein Problem. Könnte man sagen, naja gut, wenn das so ist mit der Kovarianz bei den Arrays, dann gilt das vielleicht auch bei den Generics. Und das gilt leider nicht so. Ja.
Das ist invariant, das heißt, man kann nichts daraus folgern. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Arraylist von Number habe und eine Arraylist von Integer, stehen die eben nicht in einer Vererbungsbeziehung, auch wenn Integer erbt von Number. Ja? Das heißt also, so eine Zuweisung hier, wie wir das hier oben noch gemacht hatten, würde nicht gehen, das gibt einen Kompilierfehler. Wenn wir jetzt sagen, ich habe eine Liste und da darf ein Typparameter rein, der eine Spezialisierung von Number ist und da erzeuge ich konkret eine neue Arrayliste, dann geht das und zwar deswegen, weil natürlich Integer eine Spezialisierung von Number ist. Ja. Aber per Default geht es halt eben nicht. Ja. Und dann, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier diesem Add b add integer aufrufen, das geht wieder nicht, weil nämlich bei int eigentlich wurde hier nur ein Number erwartet. Ja. Jetzt könnte man sich fragen, warum ist das so? Ja, das ist auch irgendwie ein bisschen holprig. Und Antwort ist ja, ist es. Es liegt aber daran, weil man hier bei den Generics eben diese eingeschränkten Wildcard-Operatoren erlaubt hat. Deswegen hat man gesagt, also wenn, dann muss ja einer explizit hinschreiben, wenn er eine Subtyp-Beziehung haben will. Dann muss das im Prinzip hier auch erlauben, dass eben das, was eingesetzt wird, hier tatsächlich auch ein Subtyp von was anderem ist. Ja, und dann kann man diese Zuweisung machen. Nur man sieht halt eben, dummerweise ist das für das B immer noch ein List von Number für das Typsystem beim statischen Prüfen des Programms. Und hier an der Stelle würde das dann eben deswegen nicht gehen, weil B.add hier auch eine Number erwarten würde. So, ja, wie verwendet man jetzt diese Wildcards? Also, hatten wir jetzt in dem Beispiel gesehen, durch diesen Fragezeichenoperator mit Extends kann ich erzwingen, dass das, was hier eingesetzt wird, entweder T ist oder eine Unterklasse von T. Ja, und damit sagt man auch manchmal, T ist der Upper Bound, die obere Schranke. Ja, wenn wir uns unser Beispiel von diesem Vererbungsbaum anschauen, haben wir gesehen, wir können alle Unterklassen nehmen, aber eben höher, allgemeiner als T können wir nicht gehen. Ja. Könnte man sicher noch sagen, naja, das Allgemeinste, wenn ich jetzt hier so was habe, List, Spitze, Klammern, Fragezeichen und Spitze, Klammern, Objekt, wo ist denn hier eigentlich der Unterschied, weil Objekt ist ja auch das Allgemeinste. Und ist richtig, also syntaktisch kann man erstmal beides hinschreiben, aber es bedeutet was anderes. Und zwar List mit dem Wildcard-Operator heißt, es muss eine Liste von einem festen Typ geben, der Typ ist aber nicht eingeschränkt, wohingegen List von Objekten heißt, ich kann alles, entweder Objekte oder Spezialisierung von Objekten speichern in einer Liste, und zwar kunterbunt durcheinander. Das eine Element könnte eben String sein, das andere könnte ein Integer sein. Das geht beides, weil beides mal String und Integer finalerweise natürlich Spezialisierung von Objekt sind. Und das heißt, bei einer Liste von Objekten sind ganz unterschiedliche Elementtypen gleichzeitig möglich. Das geht bei der nicht, das ist eine homogene Liste. Das heißt, es ist immer derselbe Typ hier, was immer hier einmal eingesetzt wurde. Und das sehen wir jetzt auch wieder hier bei unserem Beispiel. Genauso, also wenn ich ein Objekt habe, kann ich das einsetzen, beliebig, weil das ist alles eine Spezialisierung von Objekt. Hier kann ich es aber nicht einsetzen, weil das im Prinzip immer noch das Allgemeinste ist und Integer schon zu speziell ist. Ja. So, nochmal unser Interface, jetzt nachdem wir das gesehen haben. Die interessanten Operationen sind hier bei Contains All, kann man eine beliebige Collection eingeben von einem beliebigen Typ. Bei Add All kann man nur entweder Elemente, die vom Typ E sind, wo meine Collection E von der Typ ist, ja, oder aber Spezialisierung, Unterklassen davon einfügen. Das sollte man auch sinnvollerweise erlauben, weil ich kann es im Prinzip eh nicht verhindern vom Typsystem her. Ich kann natürlich immer eine Spezialisierung in den Kontext der Oberklasse einsetzen. So, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Jetzt spezialisieren wir dieses Collection-Schnittstelle und zwar einmal in eine Liste, das heißt, ich habe jetzt eine geordnete Collection, die kann allerdings auch Duplikat enthalten. Das hat jetzt einfach eine Listensemantik. Mit Liste meint man, man kann jetzt auch mit einem Index drauf zugreifen. Und es gibt zwei Implementierungen, die Sie auch schon verstehen. Einmal ArrayList, das heißt, ich habe das Ganze mit einem Array finalerweise implementiert innen drin.
Oder aber, das hatten wir ja auch gehabt, bei rekursiven Datenstrukturen mit einer verknüpften Liste, also mit einer Linked List, also die ich durchnavigieren kann. Dann gibt es eine weitere Spezialisierung, die der Menge, Set. Hier geht es darum, eine mathematische Menge zu modellieren, sprich, ich habe keine Duplikate drin. Ja. Hier gibt es auch zwei Implementierungen, einmal als Hash-Set, wo man letzten Endes etwas einfügt, indem man es einem bestimmten Wert gibt, ein Hash-Set, das werden Sie in der Algorithmik-Vorlesung später noch kennenlernen im weiteren Verlauf des Studiums, und dadurch abspeichert, dass es da ist, oder ein Tree-Set, wo man das Ganze letzten Endes in einer baumartigen Datenstruktur einsortiert und dann nachher auch wieder über das Durchgehen in den Baum auch dann sehr schnell finden kann. Oder es gibt dritte Variante, eine sortierte Liste, das ist eine Spezialisierung hiervon, das heißt, es gibt also auch keine Duplikate. Hinzu kommt noch, dass das Ganze aufsteigend sortiert ist. Ja, man kann das Ganze nachher auch auslesen, sofort in der richtigen Reihenfolge. Das kann man natürlich bei einer normalen Menge nicht. Und die Implementierung, die es hierzu gibt, ist TreeSet, wie wir es auch schon hier hatten. Liegt daran, weil es in den Baum immer einsortiert wird, an die richtige Stelle im Baum, kann ich nachher den Baum traversieren und ich habe immer die korrekte Reihenfolge, die richtige Sortierung. So, das waren jetzt diese drei Spezialisierungen. Ich gehe nochmal gerade zurück auf unsere Anfangsfolie. Was wir jetzt gemacht haben, war also die Schnittstelle Collection durchzusprechen und zu sagen, es gibt jetzt hier drei Spezialisierungen davon, von denen es dann auch wieder nochmal verschiedene Implementierungen gibt. Und wir hatten uns auch Set und Sorted Set angeguckt, die List. Die Schlange haben wir jetzt bisher noch nicht angeguckt. Letzten Endes hat das eine Last-In-First-Out-Semantik, wie das also bei einer Schlange ist. Sie können im Prinzip Dinge in die Schlange einreihen und Sie können hinten was einreihen und auf der anderen Seite wieder rausholen. Ja. Also sorry, First In, First Out. Ja. Das wird also in der Reihenfolge gespeichert. So, und was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen uns die Map angucken und die Sorted Map. So. Genau, diese Map, zu Deutsch Abbildung, modelliert eine mathematische Funktion von Schlüsseln nach Werten. Und so im Englischen heißt Schlüssel Key, V Value, Deutsch Wert. Und weil das Ganze eine Funktionseigenschaft ist, darf eine Map einen Schlüssel nicht mehrfach enthalten. Das heißt, ein Schlüssel darf immer nur auf einen Wert abbilden. Und jetzt kann ich erstmal darauf zugreifen. Ich kann die Abbildung im Prinzip mir auslesen, indem ich sage, ich möchte den Wert haben, den das Objekt mit dem Key hat. Das heißt, man könnte im Prinzip auch sagen, was ist der Funktionswert an einem bestimmten Parameterwert. Und um das Ganze erstmal zu füllen, gibt es die Put-Operation als Pendant dazu, wo ich diese Key-Value-Paare eingeben kann und dann auch den Value zurückbekomme. Und ich kann auch den Wert quasi beim Objekt Key entfernen und damit lösche ich quasi wieder das, was ich hier zum Beispiel bei Put mit reingegeben habe. Sie sehen, der Zugriff klappt immer bei Remove und Get über den Key. Und das ist gerade auch eben die Idee hier. Den Schlüssel muss man kennen, um zu wissen, was ist dann der Wert dahinter. Und was der Wert ist, das sagt einem die Map. Ich kann mir auch wieder natürlich abfragen, ob ein Schlüssel überhaupt enthalten ist. Ich kann auch nachschauen, das ist schon interessanter, aber auch ein bestimmter Wert, Value, enthalten ist. Das ist meistens eine deutlich langsamere Operation, weil ich jetzt erstmal durchschauen muss, ob alles da ist. Also alle einzeln durchgucken muss, während beim Key, nach dem kann ich ja nachschlagen. Size, Größe ist empty, hatten wir eben auch. Dann Put All, damit kann man eine komplette andere Map einfügen, und zwar eine, die typmäßig, wenn, dann spezialisiert. Ja, also auch den Key-Typ hat und den Value-Typ oder eben Spezialisierung davon. Ich kann es löschen, ich kann mir die Menge aller Schlüssel ausgeben können und ich kann mir auch die Menge aller Werte ausgeben lassen. Ja. So, wir können uns das mal kurz an einem Beispiel anschauen. Wir erzeugen uns eine neue Tree-Map hier. Startet ist nur Map String Integer, jetzt Mountains, also wir wollen Berge abspeichern. Und dann kann ich eine Tree Map mir hier eine neue Instanz von holen und jetzt füge ich hier Paare ein. Sie sehen, das ist mal der Baum und die Höhe über normal 0 in Metern, der Mount Everest mit 8848 Metern, der K2 als nächster Berg mit 8611, der Lhotse
mit 8516 und so weiter. Also könnt jetzt beliebig viele Berge, wenn Sie das wissen, einfügen. So, und dann kann man jetzt schauen, können Sie erstmal abprüfen, ist dieser Berg als Key eingefügt worden, Lot 10, und dann würde die Ausgabe true sein, der Wahrheitswert. Ja, weil Contains Key lieferten Boolsches Ergebnis. Sie können aber jetzt auch den Wert von K2 herausgeben, das ist dann das dazugehörende Value-Teil von dem Key-Value-Paar. Ich würde also hier diese Ausgabe geben, 8611. Und Sie könnten auch sagen, get auf einen Schlüssel, von dem wir eigentlich wissen, dass er gar nicht drin ist, Zugspitze. Und dann gibt es eine 0 zurück. Ja, das haben wir nicht drin gespeichert. Wir können K2 entfernen. Wie gesagt, die Adressierung geht hier über den Key. Und dann können wir nachfragen, wie viele Elemente sind jetzt drin. Es sind natürlich nur noch 2 drin. Vorher waren 3 drin. K2 ist entfernt, sind 2 drin. Und mit Values kann man jetzt beide Werte ausgeben. Und Sie sehen, die kommen hier dann als Array-Elemente auch zurück. Und das ist jetzt einmal die Höhe eben vom Mount Everest und einmal vom Lhotse. So. Dann gibt es noch eine Klasse, Collections. Die enthält alle statischen Methoden, die generell immer wichtig sind zum Umgang mit eben einer Collection, wie wir das in der Schnittstelle auch gesehen haben. Und zwar kann ich einmal prüfen, ob das Ganze wirklich disjunkt ist, also tatsächlich beide Mengen unterschiedlich sind, ja, kein gemeinsames Element haben. Dann kann man zählen, wie häufig sind Objekte in C, die identisch sind zu O, also die bei denen equals true gibt. Reverse List kann man eine Liste umdrehen einfach, Sie erinnern sich, Liste, Reihenfolge spielt auf einmal eine Rolle. Insofern kann man auf einmal auch sinnvoll umdrehen. Macht beim Set keinen Sinn, aber bei einer Liste schon. Replace All können Sie im Prinzip alle Werte mit Old Value durch New Value ersetzen und es geht im Prinzip die gesamte Liste durch. Dann können Sie das Ganze sortieren. Und das klappt aber natürlich nur dann, wenn Sie was von einem Typ haben, der Comparable erweitert. Ja, Comparable, Sie erinnern sich, das ist dieses allgemeine Schnittstelle, die man braucht, um zu sagen, ob ist was größer oder kleiner, ist das überhaupt vergleichbar? Und wie gesagt, wenn ich jetzt Elemente hier drin habe, die vergleichbar sind, das soll das heißen, TX tends comparable, dann kann ich das Ganze sortieren. Hier das Sort sortiert gemäß sogar eines noch mitgegebenen Komparators einer Vergleichsfunktion, die ist der L. Wenn ich jetzt sagen will, ich habe vielleicht nicht Dinge, wo offensichtlich ist, wie die Ordnung ist, wie bei Zahlen, zum Beispiel alleine schon, wenn Sie Zeichenketten haben, ist vielleicht nicht mehr ganz so offensichtlich, wie man die jetzt sortieren sollte, nach dem Anfangsbuchstaben oder nach der Länge oder so, dann kann man hier eben den Komparator mitgeben als Funktion und dann wird das sortiert entsprechend. So, kommen wir noch zu einem anderen Paket, das war jetzt eben alles Java Util. Java I.O. ist die Möglichkeit, um Input-Output mit Java zu betreiben, also sprich eine Ausgabe von Datenströmen und Dateien. Die wichtigsten Klassen, also auch das Ganze ist sehr, sehr umfangreich, das ist jetzt erstmal nur das Allerwichtigste, ist, dass ich also eine Ausgabe machen kann, die Byte-basiert ist und Zeichen-basiert. Byte-basiert sind die Streams, Input- und Output-Stream und ich kann das zum Beispiel auch auf einer Datei lesen, File-Input-Stream, File-Output-Stream. Die Character-Streams sind Sachen, die im Prinzip direkt ausgebbar sind, druckbar für den Menschen und umgedreht auch wieder eingebbar sind über die Tastatur. Und da gibt es einen Input-Stream-Reader, einen Output-Stream-Reader und analog auch das Ganze auch für den Datei-File-Reader und File-Writer. Jetzt ist das Interessante, Sie können das nach dem Dekorator-Muster, keine Sorge, das bekommen Sie später nochmal dran, quasi Attribute hinzufügen zu diesen Streams und zum Beispiel sagen, die sind gepuffert. Ja, das heißt also, Sie können im Prinzip hieraus Sachen, zum Beispiel hier verstehen wir es am ehesten, reinschreiben und das wird erstmal gepuffert, bevor es dann wirklich zum Beispiel auf einer Festplatte landet oder weitergeschrieben wird. Und ja, schauen wir uns mal Beispiele an, wie nutzt man das Ganze? Wenn man jetzt sagt, ich möchte Zeichen von der Standardeingabe, Standard-In, lesen,
Das ist die Frage, was ist Standard-In? Der Linux-User weiß das. Standard-In kann das Keyboard sein, aber es kann zum Beispiel auch sein, wenn Programme in der Kommandozeile hintereinander gepiped werden mit diesem Pipe-Operator, dass im Prinzip das die Ausgabe vom vorhergehenden Programm ist. So, und wie gesagt, hier hat man erstmal eine Instanz von String S. Es gibt den Input-Stream-Reader ISR, den erzeugt man sich mit new eine neue Instanz. Character ist jetzt das Zeichen, was man hier rausliest. Und solange das nicht minus 1 ist, lese ich im Prinzip immer mehr und mehr und mehr Zeichen hier durch. Ja. Und ja, in dem Falle addiere ich sie jetzt auf dieses S. Also füge ich das zu dem S hinzu. Ja, oder ich schreibe Zeichen von einem String auf die Standardausgabe. Hier habe ich dafür dann, weil ich was ausgebe, einen Output-Stream-Writer. Den besorge ich mir auch eine Instanz hier. Und jetzt habe ich eine Schleife. Und solange eben mein String S ist, schreibe ich jetzt quasi das Iter-Element, und I inkrementiere ich, hier auf diesen Writer. Wie gesagt, den Writer selber interessiert das I nicht. Das I ist nur quasi zum Auslesen von meinem String, dass es immer das nächste Element ist. Ja. Und am Ende sage ich noch, Flush, dass es auch tatsächlich geleert wird und auch nach außen geschrieben wird. Und auch hier wieder, wo das erscheint, kann die Konsole sein, also quasi der Bildschirm, von dem das gestartet wurde, oder aber natürlich irgendein Programm, was damit verknüpft wurde in der Kommandozeile, und das liest dann quasi als Standard-In das wieder. Und das war das, was ich eben auf der Tonspur schon gesagt hatte. Es gibt ein Entwurfsmuster, was es erlaubt, während im Prinzip das ein Programm läuft, die Eigenschaften von Objekten zu verändern, ohne dass man aber jetzt Vererbung hat. Vererbung ist immer ein statischer Mechanismus, das müssen Sie quasi zur Design-Time, also zur Zeit, wo Sie das Programm schreiben, anwenden, um Funktionalität hinzufügen, ja, indem Sie also erben und was hinzufügen an einen neuen Methoden. Beim Decorator ist es so, dass Sie durch einen Konstruktoraufruf ein neues Objekt bekommen, was erweiterte Möglichkeiten hat, dekorierte Möglichkeiten. Das werden in der Softwaretechnik 1 nächstes Jahr im Sommer noch ausführlich kennenlernen, dieses Muster. Hier nur ganz kurz, Sie haben also hier einen Output-Stream sich besorgt, File-Output-Stream. Sie können jetzt byteweise lesen, schreiben in diese Datei. Und wenn Sie sagen, das Ganze soll jetzt gepuffert werden, dann besorgen Sie sich einen New-Buffered-Output-Stream, geben dem als Parameter diesen Output-Stream, den Sie schon haben, der auf die Datei File.txt mit der verbunden ist. Und jetzt bekommen Sie einen Buffered-Output-Stream, der auch auf File.txt mit File.txt auf Ihrer Festplatte verknüpft ist, aber jetzt eben gepuffert ist. Ja. Und jetzt können Sie zum Beispiel sagen, ja, der soll sogar auch noch ein Deflator-Output-Stream sein, das heißt, aber doch das Ganze komprimieren nach dem Ziff-Lempel-Algorithmus, also diesem ZIP-Algorithmus. Und dann können Sie auch wieder hier genauso das Dekorierermuster anwenden. Sie nehmen im Konstruktoraufruf, geben Sie das als Parameter mit, was dekoriert werden soll, und das ist dann das Ergebnis. Ja. So, soweit wäre das jetzt erstmal der Einblick in die, sag ich mal, Java Collections und dann die ganze Java API. Das, wie gesagt, das gesamte Thema ist viel, viel länger, aber mein Tipp ist einfach, lesen Sie das einfach bei Bedarf durch. Wenn Sie in eine Situation kommen beim Programmieren, wo Sie merken, okay, jetzt brauchen Sie was, dann können Sie sich da nachgucken. Aber Sie wissen jetzt schon mal für die gängigen Sachen, Datei, eine Ausgabe, Standard, eine Ausgabe, ja, wo guckt man nach eben, ja. Und bei den Collections eben auch die klare Botschaft, hier gibt es quasi schon alles vordefiniert. Sie müssen halt nur noch überlegen, wann wähle ich was aus, aber implementiert ist es schon alles. Was jetzt folgt, im Wesentlichen ist noch Information zu einem guten Programmierstil. Wir hatten das ja schon manchmal on the fly erwähnt. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen am Ende von dem, wo wir die über Sprachkonstrukte oder vordefinierte Elemente von Java reden. Weil Stil ist, wie gesagt, jetzt was eher, wie soll ich sagen, die Ästhetik ist, wie Sie schreiben, wie Sie gute Software schreiben, wie Sie gute Programme schreiben. Aber deswegen am Ende, jetzt bevor wir wieder zum Stil übergehen, nochmal ein Hinweis auf ein Buch. Und zwar ist das zugegebenermaßen eher für die Fortgeschrittenen interessant. Java Puzzlers. Gibt es auch ein Video zu, was in die Richtung geht. Joshua Bloch ist ein Bloch, den man sich ohnehin mal merken kann. Er hat viele interessante Bücher über Java geschrieben, wo er halt, also Puzzlers hier im Sinne von kleine Rätsel, was macht ein Programm? Und dann zeigt einem das wahrscheinlich, dass es nicht das tut, was man erwartet hatte. Aber
das ist, wie gesagt, so für diejenigen, die noch sagen, okay, jetzt ich will mal ein bisschen mehr noch über Java erfahren, ich will ein bisschen tiefer gehen, als das jetzt hier im Rahmen einer Vorlesung möglich ist, noch so ein Literaturtipp. Also aber keine Sorge, das ist jetzt nicht relevant für die Abschlussaufgabe, dass Sie das kennen. Das ist, wie gesagt, eher nur für die, die jetzt besonders interessiert sind. Ja, ich hatte Ihnen ja zum Laufe eben jetzt unseres Wintersemesters an einigen Stellen gesagt, so ja, klar, kann man hinschreiben, ist aber kein guter Stil. Sie werden noch viel mehr als für mich genervt sein durch den Praktomaten, der natürlich auch noch gewisse Stilprüfungen macht. Und noch schlimmer als der Praktomat sind natürlich gewisse Tutoren, die dann auch noch Dinge Ihnen anstreichen, wo Sie sagen, mein Gott, das habe ich doch schon mein Leben lang anders programmiert und jetzt auf einmal hier bilden diese Schnapsnasen sich ein, das zu korrigieren. Ja, das ist halt der Punkt mit Stil oder auch jetzt Entwurfsprinzipien. Der Compiler schluckt das natürlich, ja, ist klar. Also es geht jetzt nicht darum, den Compiler oder das Typsystem glücklich zu machen, sondern es geht darum, was ich Ihnen ganz von Anfang an gesagt hatte, Achtung, mein Laserpointer ist neu aufgeladen, ne? Dass Sie immer die Software schreiben für den Nächsten, der es liest. Sie schreiben Ihre Software nicht für den Compiler, Sie schreiben Ihre Software nicht für die Java Virtual Machine. Das sind Maschinen, die blind ja Ihre Software ausführen, egal in welchem Stil Sie sind. Aber der nächste Mensch, der Sie lesen muss, und insbesondere stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Projekt, wo Sie auf einmal Millionen Zeilen Code haben, Sie müssen eine Funktionalität hinzufügen oder Sie müssen einen Bug beheben, irgendwas anpassen, ja, dann ist natürlich klar, also dann haben Sie eine ziemliche Aufgabe. Sie werden gar nicht in der Lage sein, diese Millionen Zeilen zeilenweise durchgehen zu können. Die Zeit fehlt Ihnen. Sie werden auch nicht einfach sagen können, oh super, ich habe 10 Programmierer, der nimmt sich mal hier die ersten 100.000 vor und so weiter, der nächste die zweiten 100.000. Auch damit wird man kein Gesamtbild bekommen, sondern man wird die Software nur verstehen, wenn man letzten Endes, wenn sie gut geschrieben, wenn sie gut strukturiert ist, eine vernünftige Architektur hat. Ja. Und nur dann haben Sie eine Chance, quasi überhaupt diese Software zu nutzen, im Sinne von weiterentwickeln, anzupassen, zu pflegen. Und es gibt zwei Vorlesungen, die wir hier in Karlsruhe anbieten. Einmal komponentenbasierte Softwarearchitektur, die Ihnen beibringt, wie programmiert man nicht nur, sondern wie macht man auch guten Entwurf, gute Architekturen. Und die andere Vorlesung ist Software-Evolution, wo es auch darum geht, besonders wartbare Software zu schreiben. Da könnte man sagen, das ist aber ein bisschen blöd, in Gummistiefeln von der Software von anderen Leuten rumzulaufen. Will ich gar nicht, ich will neue Software schreiben. Stimmt, klar, klingt attraktiver, aber wie gesagt, die Realität ist halt so, der Wert eines Software-Systems bestimmt sich im Wesentlichen aus der Fähigkeit, dass es wartbar ist. Ja, weil sonst ist die Software eigentlich schon verschwendet und man kann sie gar nicht mehr nutzen. Weil man muss halt Software, das ist quasi ein Naturgesetz, immer wieder anpassen, damit sie überhaupt nutzbar bleibt. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das, was wir jetzt hier an Prinzipien im Folgenden haben, soll eben genau diesem Ziel helfen, dass Menschen leichter in der Lage sind, die Software zu verstehen, weil sie eben nach bestimmten Prinzipien geschrieben ist. Was wir jetzt nochmal zusammenfassen, sind einige Sachen, die wir schon vorher on the fly behandelt haben, die zum Teil auch in den Tutorien dran waren, aber jetzt hier noch zusammen sind. Kapselung von Daten, Komposition über Vererbung, gegen Schnittstellen programmieren, die sogenannten Solid-Prinzipien, das ist so eine Abkürzung, insbesondere dabei das O, das Open-Closed-Prinzip. Dann werden wir nochmal ein bisschen allgemeiner über Schnittstellenentwurf sprechen, ausgewählte Prinzipien dazu. Und auch hier wieder, es gibt Material von Bob Taff, aus der University of Maryland. Zum Teil basieren hier die Folien auch darauf, zum gewissen Teil. Aber hier gibt es auch noch weitere Informationen. So, das erste Prinzip ist Datenkapselung. Minimieren Sie die Zugriffsmöglichkeiten auf Ihre Klassen und Attribute. Sie erinnern sich, ich hatte Ihnen gesagt, es ist immer besser, über Getter und Setter Routinen zuzugreifen, als auf die Attribute direkt. Versuchen Sie, die Attribute, wenn möglich, private zu machen. So, jetzt ist hier vielleicht ein Beispiel hilfreich, um auch den Vorteil zu sehen. Also, was man sieht hier, ich habe als Attribut Speed, also die Geschwindigkeit, zum Beispiel in Kilometer pro Stunde, und sage jetzt Public Double Speed. Das soll ich jetzt also ersetzen durch Private Double Speed in meiner Klassendefinition und dann noch zusätzlich Getter und Setter Routinen, Get Speed, Set Speed mit der vollkommen naheliegend Signatur und Implementierung hinzuschreiben. Jetzt werden Sie sagen, warum soll ich das machen? Das ist ja erstmal mehr Arbeit. Ich tippe mehr Code, um eigentlich genau dasselbe zu können wie vorher. Ja, halt. Ne? Ganz so einfach ist es nicht. Was ist jetzt der Vorteil, wenn ich auf Speed keinen direkten Zugriff habe, sondern immer nur gezwungenermaßen über die Getter und Setter gehe? Ja? Sie können zum Beispiel jetzt Prüfungen vornehmen. Sie können zum Beispiel sicherstellen, dass keine negativen Geschwindigkeiten, weil das vielleicht im Anwendungsbeispiel keinen Sinn macht, sowas. Wir müssen sicherstellen, dass sowas gilt. Ja? Dass uns
Das ist ganz einfach. Sie nehmen die Set-Speed-Routine. Da muss man durchgehen, die muss man aufrufen, wenn ich den Wert von Speed verändern will. Und prüfe einfach ab, ist das Ganze negativ? Und wenn nicht, dann kann ich halt eine Exception werfen oder einfach eine Fehlernachricht ausgeben oder was auch immer geeignetes machen. Ja. So. Und das heißt also, wenn ihr jetzt stattdessen direkten Zugriff gehabt hättet, indem sie sagt, ich nehme einfach eine Public Speed-Variable und greife auf die zu, dann kann natürlich jeder alles Mögliche eingetragen, ohne dass sie eine Chance haben, so eine quasi Invariante, so eine Bedingung hier durchzusetzen. Ja. Also das ist schon mal einer der Vorteile. Ja. Andere Sache ist, das, was ich auch schon in der Vorlesung erwähnt hatte, Sie können durch diese Kapselung Entwurfsentscheidungen leichter ändern. Das ist ja auch die grundsätzliche Idee von Interfaces. Ich kapsle eine technische Entwurfsentscheidung hinter einer Schnittstelle. Schnittstelle ist jetzt bei uns ganz banal Getter und Setter. Und auf die Art und Weise stelle ich sicher, dass ich die Entwurfsentscheidung hinten ändern kann, ohne dass der Rest vom Code davon betroffen ist. Ja? Und ich weiß sogar, dass er auch nicht betroffen ist. Also angenommen, ich sage jetzt, ja, das soll zwar noch ein Double sein, aber das soll jetzt lieber Meter pro Sekunde sein, weil das vielleicht für einige Berechnungen der bequemere Wert ist, ja, anstatt km/h. So, dann kann ich jetzt sagen, ich habe hier die Set-Speed, New-Speed, das ist nach wie vor Kilometer pro Sekunde, und dann setze ich zum Beispiel eine Konvertierungsroutine hier ein, die meinen Speed-Wert darauf setzt, ja, und wo ich halt jetzt km/h umwandle zu Meter per Second, ja. Und diese Konvertierungsroutine habe ich auch selber hier schnell implementiert, indem ich im Prinzip mit diesem Faktor multipliziere hier. So, und der Gag auch wieder hier ist, die Schnittstelle ist die gleiche gewesen. Ich brauche also keinen Code, der jetzt hier diese Klasse verwendet hat, wo Speed definiert ist, drin anpacken, sondern ich habe das rein lokal abgefackelt. Und das ist immer der Traum in der Software-Evolution, dass ich eine Änderung lokal machen kann, ohne den gesamten Rest vom Code verstehen zu können oder auch Angst haben zu müssen, dass da was passiert. Ja. Und Sie könnten noch sagen, also wenn jemand die Geschwindigkeit ändert, dann müssen bestimmte Seiteneffekte, also Dinge ausgeführt werden, die sich woanders auswirken, noch an einer anderen Stelle, deswegen Seiteneffekte. Zum Beispiel jetzt unser Beispiel Notify Observers, also dass zum Beispiel irgendwelche Observer, also zum Beispiel jetzt Anzeigeboxen am Bildschirm, mitbekommen, ah, der Wert wurde geändert, ich muss jetzt einen neuen Wert anzeigen. Ja? Oder Sie speichern zum Beispiel diese Änderung der Geschwindigkeit in irgendeinem Log-Datei. Ja. Vieles ist denkbar, aber das ist der entscheidende Punkt hier. Wenn Sie solche Seiteneffekte ausführen möchten, dann können Sie das natürlich über Get- und Set-Routinen forcieren, dass das immer konsistent durchgeführt wird, wie eben zum Beispiel auch unsere Bedingung dieser Invariante, dass die Geschwindigkeit nicht kleiner Null ist. Und das können Sie natürlich nicht sicherstellen, wenn natürlich ein direkter Zugriff auf Speed möglich ist. Oder wenn ein direkter Zugriff auf Speed möglich wäre, dann müsste jeder, der von außen die Speed-Variable setzt, selber noch daran denken, diese Seiteneffekte durchzuführen. Und das ist natürlich die Quelle wieder von Inkonsistenzen, weil der kann das natürlich vergessen. So, nächstes Prinzip, man soll Kompositionen über Vererbung sehen. Also es ist halt so, als damals zu Ende der 80er die objektorientierten Sprachen so in der Allgemeinheit immer bekannter wurden, hat jeder gedacht, oh cool, jetzt habe ich Vererbung. Vorher hat man halt viele Programmiersprachen gehabt, die keine Vererbung kannten. Jetzt hatte man plötzlich diese Vererbungsoperationen. Und dann dachten halt die Leute naiverweise, oh super, jetzt aber vererben. Ne? Also jetzt neue Potenzial der objektorientierten Sprachen ausnutzen. Und ohne Witz, also Anfang der 90er gab es also Klassenbibliotheken, die Vererbungstiefe 26 aufweisen konnten. Ja? Und Sie ahnen schon, die Wartbarkeit war jetzt nicht so richtig toll, weil natürlich im Prinzip alles, was ich änderte, irgendwann im Laufe dieser 26 Klassen natürlich immer eine Abhängigkeit dann auch hatte, wieder nach unten. Also war nicht so richtig toll. Und dann hat man auch, wie das so ist, wenn man ein neues Programmierkonstrukt hat, erst nach einer gewissen Zeit gelernt und verstanden, wann macht das Sinn und wann macht das keinen Sinn. Ja? Und ich hatte Ihnen ja schon an der Stelle, wo ich Vererbung eingeführt hatte, dieses Buch von Bert und Meyer erwähnt, Object-Oriented Software Construction. Da gibt es ein ganzes Kapitel darüber, was Vererbung bedeuten kann. Aber jetzt vielleicht mal so als Faustformel. Vererbung heißt Spezialisierung. Ja, das heißt, Sie haben eine Klasse, die speziellere Entitäten hat als eine Oberklasse. Dann sollten Sie Vererbung nehmen. Vererbung ist aber nicht Instanzierung. Das heißt nämlich einfach, Sie haben einen New-Operator und rufen den auf und dann bekommen Sie eine Instanz. Ja, also wenn Sie verschiedene Objekte von einer Klasse brauchen, brauchen Sie nichts vererben, dann nehmen Sie einfach ein paar Mal nur New. Und es heißt insbesondere auch nicht, die haben was miteinander zu tun. Die haben was miteinander zu tun, heißt nämlich Aggregation oder Assoziation allgemeiner noch. Ja. Und Komposition ist letzten Endes ein Spezialfall der Assoziation, der Aggregation, nämlich
das Zusammensetzen zu einem neuen Objekt, was eine erweiterte Funktionalität durch eben Nehmen und Zusammensetzen von bestehenden Objekten. Die neue Funktionalität hat man durch im Prinzip eine Delegation, also den Aufruf, Methodenaufruf an andere Komponenten oder Objekte. Manchmal in der Literatur wird auch Komposition und Aggregation zusammengeworfen. Das will ich nur erwähnen, damit Sie nicht verwirrt sind. Aber der Unterschied ist in der Regel der, wenn Sie etwas konstruieren, was von der Existenz seiner inneren Objekte abhängt, dann heißt das Komposition. Wenn Dinge zusammengesetzt werden, aber das eine auch ohne das andere existieren kann, dann heißt das Aggregation. Ja. Also ein klassisches Beispiel hier, ein Motor besteht eben aus mehreren Zylindern. Ja. Und es ist klar, wenn die Zylinder nicht da sind, ist auch der Motor nicht da. So einfach ist es. Ja. Und deswegen ist das eine Komposition. Aggregation wäre halt eine etwas losere Sache, Leuchtturm und Leuchtturmwärter. Ja gut, klar, kann beides alleine existieren. Ja. Klar, funktioniert nicht beides, klar, Sie brauchen für funktionierenden Leuchtturm einen Leuchtturm und einen Leuchtturmwärter. Aber im Prinzip, selbst wenn der Leuchtturm quasi mal kaputt geht, ist der Leuchtturmwärter immer noch am Leben, hoffentlich. Und umgedreht, wenn der Leuchtturmwärter stirbt, fällt auch nicht sofort der Leuchtturm ein. Ja? Also insofern, das wäre eine losere Form der Kopplung, die eben keine Komposition ist. Ja? So, wenn wir uns jetzt unser Beispiel anschauen hier. Ich habe eine Tabelle, Klasse, und die nutzt intern eine Table-Data-Klasse und fügt zum Beispiel noch eine grafische Repräsentation hinzu. Das wäre jetzt also eine Komposition oder für mich ist auch Aggregation, je nachdem, wie man das sieht, aber eben keine Vererbung. Ja, ja, was sind Vor- und Nachteile der Komposition? Der Zugriff auf die Komponenten erfolgt immer ausschließlich über den Interface. Und das heißt, Sie können auch eine Implementierung austauschen, ohne dass Sie sich Gedanken machen müssen, ob das Ganze noch funktioniert. Das Ganze ist dadurch Blackbox, ja, also interne Details der Komponente brauchen nicht sichtbar sein, wird auch nicht drauf abgehoben, also sind auch nachher austauschbar. Sie haben eine gute Datenkapselung, weniger Abhängigkeiten in Implementierung, hat man oben auch schon gesagt. Jede Klasse kann sich immer genau auf eine Aufgabe konzentrieren, wenn eben Sie eine Eigenschaft brauchen, wie eben unsere Tabelle, die eine grafische Repräsentation hat, dann können Sie sagen, okay, das setzt sich zusammen aus zwei einzelnen Klassen, die erstmal isoliert bestehen. Der eine macht eine grafische Repräsentation, der andere die Datenhaltung. Und die Komposition kann dynamisch zur Laufzeit erfolgen, durch Referenzen auf die Komponenten. Das ist auch so eine Sache, die ausgenutzt wird bei diesen Decorator-Pattern, wo Sie auch sehen, also dynamisch zur Laufzeit bei einem Konstruktoraufruf gebe ich als Parameter das zu dekorierende Objekt mit und das ist natürlich dann auch einkomponiert. Ja. Nachteile ist, Sie haben natürlich mit mehr Objekten insgesamt zu tun, steigt natürlich die Komplexität und Sie müssen natürlich die Schnittstellen auch sauber definieren, damit sie eben möglichst auch gut wiederverwendbar sind, was natürlich generell immer war, wenn Sie mit Schnittstellen zu tun haben. Demgegenüber bei der Vererbung ist es so, bei der Vererbung leiten Sie von der Klasse ab, Sie können Funktionalität hinzufügen, das heißt also die abgeleitete Klasse hat quasi eine Basisfunktionalität und zusätzliche Methoden. Aber Sie müssen im Prinzip auch dadurch die Implementierung der Oberklasse kennen. Also werden das nachher auch noch bei mir in der komponentenbasierten Softwarearchitekturvorlesung kennenlernen. Wenn Sie einfach überschreiben beim Erben, kann es halt sein, dass Sie, wenn Sie den Code der Oberklasse nicht verstanden haben, irgendwelche lustigen Seiteneffekte haben, die Sie eigentlich nicht wollten. Ja? Und deswegen ist es so, dass die Vererbung also auch Vor- und Nachteile hat. Die Implementierung der abgeleiteten Klasse ist einfacher, da das meiste einfach vererbt wird. Sie müssen also Dinge nicht nochmal neu implementieren und Sie modifizieren einfach die Basisklasse und erweitern die. Aber der Nachteil ist also, Sie haben keine Datenkapselung und es ist eine Art Whitebox-Wiederverwendung. Wie ich sagte, Sie müssen den Code der Oberklasse kennen, bevor Sie davon erben. Ja, Sie können nicht einfach wie bei einer Schnittstelle sagen, ist mir egal, was dahinter steht. Und Änderungen an abgeleiteten Klassen können auch wieder erforderlich sein, wenn nämlich auch die Oberklasse verändert wird. Das heißt also, Sie haben auch eine Abhängigkeit in diese Richtung. Ja. Und Implementierungen, die Sie von der Oberklasse erben, können natürlich nachher auch nicht mehr verändert werden. Ja. Während gegen Komposition, wie gesagt, können Sie zur Laufzeit aufsetzen und auch wieder auflösen. So, schauen wir uns das mal am Beispiel an. Ich glaube, dann wird es ein bisschen leichter. Stellen Sie sich vor, wir wollen eine neue Variante von Hashtag schreiben, die aber mitprotokolliert, wie viele Elemente sind.
sind im Hashset drin. Ja? So, und jetzt machen wir das einmal über Vererbung. Wir sagen, okay, super, es gibt ja schon eine Klasse Hashset, haben wir ja gesehen, von Java Util vordefiniert. Ich habe jetzt mein instrumentiertes Hashset als neue Klasse, die davon ableitet. Also Instrumented Hashset implementiere ich jetzt hier, indem ich sage, das erbt von Hashset. Und jetzt habe ich meinen neuen Zähler, klar, den muss ich auch als Attribut definieren, erstmal auch auf 0 setzen. Jetzt habe ich meine Konstruktoren hier. Hier werden Sie sich vielleicht ein bisschen wundern, was sind das für Faktoren? Init, Cap und Load Factor. Das sind, wenn Sie auch ganz normal bei Java eine Hashset anlegen, immer zwei Initialisierungsparameter. Das eine sagt, wie viele quasi Behälter sollen in dem Hashset drin sein, in dem nachher Werte rein können. Das ist erstmal eine initiale Schätzung von Ihnen. Das kann nachher dynamisch erweitert werden. Aber es soll einfach dem Java-System sagen, wie viel sollst du denn mal von vornherein anlegen, weil ungefähr die wirst du wahrscheinlich sowieso brauchen. Das ist natürlich schneller dann, als wenn jedes Mal mühsam die Hashset erweitert und erweitert und erweitert werden muss, wenn mehr und mehr Elemente dazukommen, sodass man sagt, von vornherein, dass du mal was in die Zelle anlegst. Zu groß sollte der Wert natürlich auch nicht sein, weil sonst hat man natürlich Speicherplatz verschwendet. Und der Load Factor gibt quasi prozentual an, deswegen auch hier als Float, wie viel Prozent erwartet man, sind eigentlich ausgelastet nachher von diesen Buckets, also von diesen quasi Behältern in der Hashset. Es gibt irgendwie so eine klassische, fast Naturkonstante, 75% hier, immer 0,75 gibt man klassischerweise immer an, weil das immer so sagt, okay, also wenn dieser Wert überschritten wird, wenn mehr als 75% der Behälter in der Hashset belegt sind, dann soll das System automatisch wieder mal anfangen, neue Behälter zu besorgen. Und auch hier wieder, wenn man weniger angibt hier, dann ist es im Prinzip so, dass man Speicherplatz verschwendet. Wenn man mehr angibt, wird der Zugriff nachher sehr langsam auf die Hashset. So, aber das ist eigentlich jetzt, wie gesagt, gar nicht so wichtig. Ich wollte Ihnen nur gerade erklären, was so diese Init, Cap und Load Factor hier soll. Aber an sich für unser Beispiel ist es gar nicht wichtig. Sie sehen auch, das wird beim Konstruktor hier einfach entgegengenommen als Parameter und dann mit Super zum Konstruktor der Oberklasse, also von Hashset, einfach weitergereicht. Also insofern auch, wenn man das jetzt nicht im Detail versteht, macht es nichts. Aber hier habe ich jetzt meine neue Add-Routine. Die überschreibt das Add, was ich sowieso schon vom Hashset habe. Nämlich, was es macht, ist, es zählt jetzt mit, aha, ein Element wurde hinzugefügt, dann rufe ich super.add auf und bei add all, ja, also ich nehme eine ganze Collection entgegen, sage ich natürlich, dass jetzt um alle Elemente, die in dieser Collection sind, die ja alle hinzugefügt werden, soll jetzt die Größe, also add count, erhöht werden. Ja, also plus gleich erhöhen um diesen Wert c.size. So, wie gesagt, um die Menge der Elemente, die in c sind, das soll hinzuaddiert werden, weil die alle aufgenommen werden. So, könnte man sagen, sieht ja alles gut aus. Jetzt habe ich noch einen Getter für meine AddCount-Variable. Auch das ist normal. So, sag mal, ist glücklich, ja, super. Haken ist, ich habe jetzt natürlich nicht reingeguckt, wie Hashset implementiert ist, obwohl ich in der Vorlesung eben noch selber gesagt habe, ist eine Whitebox-Technik-Vererbung. Jetzt können wir gleich sehen, wie wir auf die Nase fallen. Und zwar habe ich hier meine Routine Main. Ich besorge mir hier so ein instrumentierter Hashset mit new und füge ein diese Liste, die sich ergibt durch Arrays as List, Hund, Katze, Maus. Das sind also die drei Elemente, die drin sind. Und jetzt sage ich, jetzt gucken wir mal an, was getAddCount ist. Ja, und AddCount müsste ja eigentlich 3 sein, weil ich 3 Elemente hier eingefügt habe. Hund, Katze, Maus. Und das sollte ja gerade die Semantik sein. Dummerweise ist aber das Ergebnis 6 und nicht 3. Warum? Ja, hätte ich mal besser in den Code der Oberklasse reingeguckt. Denn die Routine addAll von Hashset ruft intern die Add-Methode auf. Warum ist das schlimm? Achtung, wir gehen nochmal zum Code zurück, dann sieht man es. Ich rufe also hier das addAll auf. addAll ruft, also addiert zu addCount die Größe dazu von der Collection, also 3, ja, habe ich hier drin stehen. Dann rufe ich super addAll auf, super addAll. Hätte ich mir aber besser angucken sollen, habe ich aber nicht gemacht, ruft intern wieder add auf. Add habe ich hier, ja super, klasse, dann wird nämlich das aufgerufen, nicht das add von der Oberklasse, sondern das, was ich überschrieben habe. So, und hier wird natürlich auch jedes Mal nochmal add count, also für alle drei Elemente wird einzeln auch nochmal der Zähler erhöht und damit komme ich natürlich auf 6 statt 3. Ja. So, und hier sieht man also schon gleich, das ist ein wunderschönes Beispiel darüber, Sie sollten den Code der Oberklasse bitte kennen, bevor Sie was überschreiben. Ja. Und das ist nur ein Beispiel, ein weiteres, wie gesagt, können Sie bei mir auch noch nachher Master mal hören. Aber der entscheidende Punkt ist hier einfach der,
Man dachte, naja, das wäre ja so elegant, das hinzuzufügen, ist es aber, wie man sieht, gar nicht. So, und wie würde man das jetzt mit Komposition lösen? Ja, man sagt, ich habe ein Instrumented Set, das implementiert einen Set. Intern nutzt es auch einen Set. Und jetzt code ich halt die ganzen Sachen eben selber. Ja? Also, ich mache hier auch wieder meine Add-Routine, meine Add-All-Routine mit der Collection-Zelle, rufe S-Add-All auf, ja, hier bei dem Set. Jetzt weiß ich aber, der frickelt mir eben nicht mehr meiner Add-Count-Variable rum. Warum? Vielleicht zählt er ja was innen drin, aber ich kann trotzdem sicher sein, weil AddCount ist meine Variable hier. Da hat Set überhaupt keinen Zugriff drauf. Ja, weil ich ja mich nicht erbe davon. Also hat auch keiner Zugriff auf meine Variablen. Ja. Und das ist halt eine Sache, die zwar auf der einen Seite immer auf den ersten Anblick so, das macht aber mehr Arbeit, jetzt muss ich alles nochmal hinschreiben, um die Schnittstelle zu implementieren, auch die Sachen, die ich gar nicht verändern will, aber sie haben halt die Kontrolle drüber. Ja, und das haben sie halt eben bei der Vererbung, bekommen sie zwar ein paar Implementierungen geschenkt durch die Vererbung, aber dummerweise, wie gesagt, wenn sie nicht genau verstanden haben, was sie tun, legen sie sich aufs Kreuz damit. Ja. So, und jetzt ja, müssen sie natürlich dummerweise auch noch den Rest implementieren, das ist aber relativ einfach. Ja, also clear, rufen Sie s.clear auf oder bei Contains rufen Sie eben auf, was bei normalen Contains bei Set rauskommt. Aber wie gesagt, Sie müssen das zwar noch alles hinschreiben, das hätten Sie bei Vererbung nicht hinschreiben müssen, weil das eben automatisch dabei gewesen wäre. Aber wie gesagt, Sie sehen, so rasend viel Arbeit ist es jetzt auch nicht. Ja? Und es ist ziemlich straightforward und das ist auch gut wartbarer Code, weil natürlich jeder auch sofort versteht, was hier passiert. Ja. So, und diese neue Klasse, die Sie jetzt haben, die implementiert eben auch die Set-Schnittstelle, kann eben auch immer in dem Kontext eingesetzt werden, wo ein Set-Objekt gebraucht wird. Und ist eben insgesamt damit sehr flexibel. Ja. Und wenn Sie mal nachher, sagen, ich möchte das irgendwie anders implementieren, können Sie bei sich eben reingehen und Sie brauchen sich keine Gedanken machen über andere an der Stelle. Ja. So, dann nächstes Prinzip, programmieren Sie gegen Schnittstellen und nicht gegen eine Implementierung. Das ist im Prinzip dasselbe Prinzip wie eben, nur umgedreht, jetzt eben nicht aus der Sicht des Implementierenden, also von der Implementierer der Schnittstelle, sondern von dem Nutzer. Ja, und generell auch wieder, was sind die Vor- und Nachteile von Schnittstellen? Also eigentlich hat es fast nur Vorteile. Ja. Also die Verwender einer Schnittstelle, die Clients, kennen genau die Klasse des Objekts, kennen die genaue Klasse eben nicht, die die Schnittstelle implementiert, die ist austauschbar dadurch. Also klar, wir hatten das ja eben gesehen, wenn ich jetzt ein Set haben will, kann das dahinter ein Treeset oder ein Hashset sein, interessiert mich nicht, ist trotzdem dieselbe Schnittstelle, die realisiert wird. Objekte können also leichter nachher auch ausgetauscht werden. Die Objektverbindungen müssen nicht fest verdrahtet programmiert werden, dadurch habe ich auch eine bessere Wiederverwendung von meinem Code. Und wie ich schon gesagt hatte, die Entwurfsentscheidungen werden gekapselt und können also dadurch auch nachher leichter angepasst werden. Einziger Nachteil ist, ja, ich habe die Schnittstelle dadurch noch als eigenständige Entität mit rumfliegen in meinem Programm, also ein bisschen mehr Komplexität, als wenn ich sie eingespart hätte. So, Beispiel. Ich habe eine Schnittstelle, Interface für ein Fahrzeug, also ein manövrierbares Vehikel. Und dem kann man jetzt sagen, in unserem Beispiel, left, right, forward, reverse, also rückwärts, set speed und get speed. Ja, das sind jetzt die Schnittstellen, über die das Fahrzeug angesprochen werden kann. Wie auch immer das dann nachher implementiert ist, und hier sehen Sie das schon, ein Auto kann diese Schnittstelle implementieren, ein Boot oder ein U-Boot. Alle können sinnvoll diese Schnittstelle implementieren. Und wenn ich jetzt das nutze, diese Schnittstelle, kann ich sagen, also ich habe jetzt eine Reise, die ich vorgebe und es ist vollkommen egal, mit welchem Vehikel ich das mache. Ich setze stelle eine Geschwindigkeit an, sage vorwärts, dann nach links und setze dann die Geschwindigkeit auf 0. Ja. Und im Prinzip kann ich diese Sache generisch programmieren, ohne festzulegen, ob das ein Auto, ein U-Boot ist oder sonst was. Ja. Dadurch ist es leichter wiederverwendbar. So, das nächste Prinzip ist ein bisschen vielleicht schwieriger, deswegen verwende ich etwas mehr Zeit darauf, das ist das sogenannte Open-Closed-Prinzip. Was im Wesentlichen sowas sagt wie, wenn ich eine Softwarekomponente herstelle, sollte die offen sein für die Erweiterung, aber geschlossen sein für Änderungen.
Ja, geschlossene Veränderung heißt, ich muss nicht unbedingt reingehen, um was an Funktionalität hinzuzufügen, sondern ich kann das anders machen. Ja, durch ja, Erweitern, aber eben nicht durch Ändern von bestehendem Code. Ja, und das Prinzip, ein Aspekt davon ist, dass man versuchen sollte, Programmcode so zu schreiben, dass man ihn eigentlich gar nicht mehr anpacken muss, weil er hinreichend generisch ist. Wir hatten das eben schon an dem Beispiel mit der Schnittstelle gesehen. Schauen wir uns das nochmal hier am Beispiel an. Ich habe hier eine Funktion, die ein Array von Parts nimmt. Parts sind irgendwelche Teile und die den Gesamtpreis berechnet. Man könnte sich sowas vorstellen, so ein Aufsummieren, wenn ich irgendeinen Lieferschein zum Beispiel berechnen muss oder eine Rechnung. Okay, jetzt sollen die Preise aufsummiert werden. Am Anfang ist die Summe eben 0 und dann wird halt das ganze Array durchiteriert und immer mit getPrice von Parts das aufgerufen. Ja. Was schon mal ganz gut ist, wenn Part hier ein Interface ist und nicht eine Klasse, dann kann ich sogar ein Array von verschiedenen Parts haben. Hauptsache, sie implementieren diese Schnittstelle und ich kann getPrice aufrufen. Also das ist schon mal nicht so schlecht. Was ist jetzt, wenn die Art, wie die Preise berechnet werden, doch sehr unterschiedlich ist? Ja? Und eine Sache, wie man es nicht machen sollte, ja, ist jetzt dieses Beispiel hier. Und zwar, wenn ich jetzt abfrage hier, ja, ist das Ganze zum Beispiel ein Motherboard? Dann muss ich mit dem Faktor 1,2 das Ganze faktorieren nochmal. Oder ist das Ganze ein Speicherbaustein? Dann bitte der Faktor 1,1. Und ansonsten gar keinen Faktor, also Faktor 1. So. Und warum ist das jetzt schlecht? Das ist aus vielerlei Hinsicht schlecht. Erstens mal, ganz banal argumentiert, performancemäßig ist es schlecht. Instance Office ist ein sehr langsamer Operator. Das sollte ich mal vermeiden. Zweitens, ob ich die Hierarchie von Parts erweitere, sollte ich nicht an dieser Stelle nochmal reflektieren müssen, sondern wenn ich jetzt in diesen Baum von Parts was hinzufüge oder eine weitere Klasse habe, die Parts implementiert, dann sollte das nur an dieser Stelle, wo ich das definiere, relevant sein, aber nicht an irgendwelchen obskuren anderen Stellen im Code. Keine Ahnung, wie ich sonst auf diese Stelle hier überhaupt kommen würde. Und dann auch zum Beispiel hier noch ein weiteres Instance of, was weiß ich, Graphic Adapter oder sowas einfügen. Ja. Also das ist erstmal von vornherein schon mal eine Gefahr, wenn die Information, wenn sich jetzt hier was ändert, wie komme ich überhaupt darauf, dass ich hier noch was hinzufügen muss? Wenn jetzt irgendwo einer, wie gesagt, Grafikkarte nochmal als Klasse einfügt, das weiß er erstmal nicht. Und das ist schon mal die Gefahr von Fehlern. Das andere ist, es ist natürlich auch saudoof, mit Instance of das nachzufragen. Man könnte das ja zum Beispiel in die GetPrice-Implementierung mit einbauen. Ja? Wenn ich das nicht will, weil ich sage, GetPrice weiß vielleicht gar nicht, mit welchem, also ein Bauteil weiß nicht, wie es speziell faktoriert werden soll. Wenn ich sage, das ist eine Sache, die kann der Programmierer von Motherboard oder Memory gar nicht wissen, dann macht man das so, und zwar, dass man sagt, ich habe eine eigene Routine, setPricePolicy, und die definiere ich bei meinem Part mit dazu, und die wird dann entsprechend vorher gesetzt. Ja? Und da kann ich dann eben dann den Preis, setBasePrice, und durch die PricePolicy kann ich dann zum Beispiel angeben, wie nochmal dieser Preis manipuliert werden soll, ja, bei getPrice. So, und dann kann ich eben hier diese PricePolicy noch den Faktor mit angeben im Konstruktor und nachher dann eben getPrice entsprechend hier anpassen, dass zum Beispiel dann dieser Faktor immer mit berücksichtigt werden soll. Ja. So, und das ist halt eine Möglichkeit, wie ich jetzt mit diesem Open-Close-Prinzip dafür gesorgt habe, dass Part an sich abgeschlossen ist. Ich brauche in Part nicht mehr reingehen, wenn die Art, wie Preise berechnet werden sollen, geändert werden soll. Auch wenn ich einen neuen Fall, also wie gesagt, meinen Grafikadapter einführe, als Unterklasse von Part, brauche ich da auch nicht mehr reingehen, weil der erbt es schon richtig. Ich muss halt nur dafür sorgen, dass ich die richtige Pricing-Policy quasi nutze. So, und das, was wir bisher gehört haben, schon mal in dieses Solid-Prinzip eingebastelt, also Solid ist so ein Merksatz, also S steht für Single Responsibility Prinzip, also eine Klasse sollte immer nur eine spezielle Verantwortung haben. Er sollte sich überlegen, was möchte ich in dieser Klasse implementieren, und das sollte halt eben nicht sein, die Anzeige, die Datenhaltung und noch am besten die ganze Codierung übers Netzwerk und auch noch, wie ich mit dem User darüber interagiere, sondern nein, immer nur eins davon. Open-Close Prinzip haben wir gerade besprochen. Dann das Liskovsche Substitutionsprinzip, auch ganz wichtig, das hatten wir auch beim Subtyping schon besprochen. Und zwar geht es darum, dass eine Instanz der Unterklasse
immer in den Kontext der Oberklasse auch eingesetzt werden kann. Also ich habe ein Objekt der Basisklasse ich habe ein Objekt einer abgeleiteten Klasse, einer Unterklasse, und das sollte sich immer wie ein Objekt auch der Basisklasse verhalten. Dass es zusätzliche Informationen hat, okay, muss mich ja nicht stören, aber es sollte zumindest mal das tun, was auch in der Basisklasse passiert. Ja. Dann das Interface Segregation Principle, da werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Klassen sollten nicht gezwungen sein, aber an einer Schnittstelle Sachen zu implementieren, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Mit anderen Worten, lieber eine große Schnittstelle aufteilen in kleinere spezifische Schnittstellen, die alle in ihrer Komplettheit sinnvoll zu implementieren sind, anstatt eine Mega-Schnittstelle mit ganz, ganz vielen Methoden zu implementieren. Und jeder, der nachher diese Schnittstelle implementieren will, muss halt unter Umständen Methoden implementieren, die gar keinen Sinn machen für ihn. So, und das Letzte besprechen wir jetzt hier in dieser Vorlesung nicht, das Dependency Inversion Principle, was aber im Wesentlichen besagt, versuche dich nicht an die benötigten Klassen, Objekte, die man braucht, um was zu erbringen, fest dran zu koppeln, sondern versuche im Prinzip das auch variabel zu halten, wieder als ja, Element im Konstruktor, dass man sagt, auf die Art und Weise bin ich halt, kann ich leichter einen Codeblock in einem neuen Projekt wiederverwenden, wo ich vielleicht sage, ich möchte das andere Dinge da ankoppeln. Ja? Aber wie gesagt, das ist nicht Teil jetzt in der Vorlesung hier. Was ich noch zum Schluss hier machen möchte, ist noch mal ein paar weitere Prinzipien für den Schnittstellenentwurf Ihnen anzugeben. Warum? Also im Prinzip das, was ich zur Motivation schon vorher gesagt habe. Eine gute Schnittstelle erhöht einfach die Lesbarkeit vom Programm, automatisch auch die Dokumentation und ist damit eben für den nächsten Menschen, der die Software nach Ihnen lesen muss, ein echter Segen. Also, gute Schnittstellen verbergen wirklich Implementierungsdetails. Ja, also muss ich immer fragen, wovon abstrahiert eine Schnittstelle weg? Und das sollte immer von Implementierungsdetails sein. Und besitzen ein konsistentes Abstraktionsniveau und auch ein angemessenes Abstraktionsniveau. Jetzt sind das natürlich so sehr schwammige Begriffe. Was heißt konsistent, was heißt angemessen? Und das werde ich jetzt im Folgenden mit Ihnen besprechen. So, einmal natürlich die Frage, sollte man bei einer Schnittstelle die interne Repräsentation einer möglichen späteren Implementierung widerspiegeln? Ja? Jetzt würden Sie sofort sagen, hoffentlich nein, natürlich nicht, sind Sie verrückt, aber trotzdem könnte man manchmal in Versuchung kommen. Und das Beispiel soll einfach nur zeigen, ich habe jetzt eine Containerklasse, die Kundendaten speichert und jetzt könnte man sich vorstellen, ich habe AddCustomers da drin und ich möchte jetzt zum Beispiel sagen, naja gut, es ist ja auch bequemer, wenn ich da eine Liste von Kunden auf einen Schlag einfügen kann, eben nicht nur einen einzelnen Kunden, sondern viele Kunden. Und das ist dann eine Liste halt, ja. Und das ist doch schön, wenn ich so eine Routine habe im Vergleich jetzt nur zu dieser ganz generischen allgemeinen so einen Kunden hinzufügen. Und nachher ist es ja eh quasi als Liste implementiert. Ja. Gut, also sollten Sie euch wissen, das Exponieren der internen Repräsentation sollte man natürlich nicht machen, zumal es auch jetzt vorschreibt, dass immer auch eine Liste wiederverwendet werden kann. Aber man möchte natürlich trotzdem in der Lage sein, mehr als einen Kunden auf einen Schlag hinzuzufügen. Das wäre vielleicht schon ganz schick. Was man aber macht, ist, die allgemeinste Klasse zu nehmen. Das ist nicht Liste, sondern Set. Ja. Set, sagt man, so eine Menge von Kunden soll hinzugefügt werden. Aber ich mache mit diesem abstrakten Set gar keine Annahme darüber, wie das Ganze dann tatsächlich nachher implementiert ist. Ja. Also deswegen Nutzen von möglichst generellen, möglichst abstrakten Superklassen, Schnittstellen, eben hier bei Customers. Also könnten Sie sich auch vorstellen, jetzt so wie wir das gelernt hatten mit Generics, at Customers Collection von Customer. Das wäre vollkommen okay. Ja. Aber nicht sagen, eine Liste ist das schon. Muss es ja gar nicht notwendigerweise sein. Dann ein weiteres Prinzip, Trennung von Befehl und Anfrage. Das hatten wir auch gehabt schon mal von Burt und Meyer. Command Query, Separation, Sie erinnern sich. Entweder habe ich eine Methode, die einen Zustand zurückliefert, und das ist eine Anfrage und die arbeitet eigentlich wie eine Funktion. Ich kann sie immer wieder neu aufrufen und die liefert mir immer denselben Wert. Und sie hat eben keine Seiteneffekte. Also sie sorgt nicht dafür, dass einfach der Zustand von dem Objekt sich ändert. Oder ich habe einen Befehl, der einen Objektzustand ändert. Und es ist klar, wenn ich den mehrfach hintereinander aufrufe, kann das natürlich tatsächlich den Objektzustand auch ändern. Ja, es sei denn, das ist idempotent. Aber das ist aber eine Ausnahme. So. Wir hatten das mal diskutiert. Auch, Sie erinnern sich an unsere Vorlesung über die Iteratoren. In Java ist die Welt so, ich habe das has next und das next. Ja. Has next ist ein Befehl, weil es ruft
fragt das nächste Element ab und schaltet weiter. Und next liefert mir jetzt auch was zurück und schaltet weiter. Ja? Und das ist halt im Prinzip ja, schlecht, weil es ist hier durchbrochen. Und Entschuldigung, das müsste eigentlich Anfrage heißen. Befehl ist falsch, hier streichen Sie es durch. Das ist eine Anfrage hier. Ja, nur das ist Befehl oder Anfrage. Das ist eine Anfrage. Und bei Move Next in C-Sharp hat man es noch genau andersrum. Mit Move Next schaltet man eins weiter und mit iCurrent fragt man ab. Current ist prima, es ist nur eine Anfrage, aber Move Next ist wieder beides. Es ist weiterschalten und ein Befehl. Ja. Und auch hier wieder Command Query Separation im Prinzip durchbrochen. Wir hatten uns aber auch überlegt, warum ist das tatsächlich so gemacht? Naja, die ideale Sprache wäre natürlich so, dass ich eine isCurrentValid-Abfrageoperation habe oder eine iCurrent, auch nur eine reine Abfrage, kein Weiterschalten und dann mit MoveNext. Das wäre Command Query Separation perfekt durchgezogen, alles ganz sauber getrennt. Dummerweise aber habe ich jetzt drei Befehle pro Schleifen, Iteration, anstatt nur zwei aufrufen. Und das war der Grund, warum man gesagt hat, nee, das ist ein bisschen mehr Schreibarbeit, Performance-Overhead, mehr Aufrufe. Also das ist der Grund, warum man das hier durchbrochen hat. Aber wie das bei den meisten Entwurfsprinzipien ist, Sie können sie natürlich durchbrechen, aber Sie sollten wenigstens wissen, warum. Sie sollten ein gutes Argument haben. So, dann hatten wir eben gesagt, schlechte Abstraktion. Ja, was ist jetzt eine schlechte Abstraktion? Ja, angenommen, ich habe ein Programm, da gibt es einen Befehl initialize command stack, push command, pop command, dann shutdown command stack, initialize report formatting, format report, print report, initialize global data, shutdown global data. Warum ist das eine schlechte Abstraktion? Naja, also zum einen, weil hier offenbar von drei verschiedenen Sachen gesprochen wird in derselben Schnittstelle. Wer soll denn das sinnvoll implementieren? Ja? Also entweder habe ich sowas wie ein command stack, dann habe ich Initialisierung, Shutdown, Push und Pop. Oder ich rede über irgendwelche Reports, die ich gebe. Auch schön, dann habe ich aber die drei Routinen. Oder ich habe globale Daten und die möchte ich vielleicht auch mal initialisieren und auch wieder loswerden. Aber bitte nicht alles drei in derselben Schnittstelle. Also hier sind mindestens drei Schnittstellen. Ja? Deswegen ist das hier eine schlechte Abstraktion. Ja? Also das wäre halt schon mal besser. Auch so ein bisschen das Interface Segregation Prinzip. Ja. So, und generell gilt, man sollte eben Schnittstellen und Klassen aufteilen, wenn einige der Methoden nur mit der Hälfte letztendlich der Attribute arbeiten oder einem Teil der Attribute und die anderen Methoden mit dem anderen Teil. Ja, und dann spätestens dann sollte man überlegen, offenbar hängt das doch nicht so ganz kohärent zusammen, sollte man unter Umständen lieber entkoppeln. Ja. Jetzt ist es klar, Sie sollten nicht beliebig feingranulare Klassen machen, das ist irgendwie auch, wie soll ich sagen, Auch da gibt es natürlich irgendwo eine Grenze, die nicht mehr sinnvoll ist. Aber im Prinzip sollten Sie sich immer überlegen, kann es sein, dass mehrere verschiedene Evolutionsdrücke, Zwänge dazu führen, dass diese Klasse angepackt wird. Und wenn es mehr als ein Evolutionsdruck ist, dann ist es ein gutes Zeichen, dass Sie das Ganze vielleicht aufteilen sollten. Weil es ist immer ideal, wenn möglichst wenig Evolutionsdruck auf einer Klasse liegt. Ja? Evolutionsdruck ist zum Beispiel, die Ausführungsumgebung ändert sich. Neue Version von JVM oder ich will das Ganze portieren von Java nach .NET oder umgedreht. Ja. Oder ein anderer Evolutionsdruck ist halt, Teile der Funktionalität ändern sich. Ich will jetzt auf einmal statt in Euro in Drachme faktorieren oder sowas. Ja. Was immer so ein Szenarien sich vorstellen kann. Ja. Also wie Sie sehen, also das sind alles Evolutionsdrücke und wenn halt man merkt, oh, auf einer Klasse lasten extrem viele Evolutionsdrücke, dann ist das ein gutes Zeichen, dass man das mal besser aufteilt. Ja. Weil es natürlich immer gut ist, wenn ich Dinge unabhängig voneinander anpacken kann. So, und das heißt also hier diese Schnittstelle, die wir hier eben hatten, da baut man dann eben zwei raus. Ja. So, auch schlecht, ich rede zwar über eine dieselbe Sache, zum Beispiel jetzt hier Employees, ich habe so eine Umfrage, so ein Interface Employee Census, also eine Umfrage über Employee-Angestellten-Daten. Und da habe ich jetzt add employee, remove employee und dann habe ich aber nachher sowas wie next item in list, first item, last item. Hier an dieser Schnittstelle riecht man, aha, der hat das als verknüpfte Liste im Hintergrund implementiert und auch die Namen so gewählt. Das sind aber zwei verschiedene Abstraktionsniveaus. Ja. Das eine rede ich hier über Employees, sage mit add und remove
eigentlich nichts, wie das Ganze implementiert ist. Und hier unten auf einmal iteriere ich durch. Ja klar, iterieren ist eigentlich gut. Das natürlich muss ich irgendwie auch zugreifen können. Aber bitte nicht mit einem Listenabstraktionsniveau. Ja. Sondern von mir aus so. Ja. Wenn das sinnvoll ist bei der Implementierung. Ja. Und wie das Ganze intern implementiert ist als Liste, das muss ich halt nicht nach außen geben. Das will ich vielleicht auch mal in Zukunft ändern. Ja. So, dann sind wir noch bei so einem Thema, was extrem wichtig ist, aber eigentlich ziemlich banal. Ja, wie nennen Sie Ihre Methoden? Können Sie sagen, ist mir doch egal, Hauptsache der Compiler akzeptiert das. Ja, genau, das ist aber eben das, was nicht besonders weiterhilft. Ja. Sie sollten also nicht eine Routine nennen, Do Computations. Das ist so allgemein, da können Sie quasi alles, was Sie in Ihrem Informatikstudium lernen, erwarten, dass das dahinter auch ist. Ja. Sondern wenn Sie stattdessen einen sprechenden Namen haben wie Calculate Invoice Sum, also berechne Rechnungssumme, dann weiß man, okay, aha, es geht hier scheinbar um Rechnungslesungen, es muss irgendwas addiert werden. Do Computations, super. Ja. Dann wird einfach eine Fibonacci-Zahl berechnet oder das Halteproblem versucht zu lösen, keine Ahnung. Ja. Also, andere Sache, die auch mal so ein Übel ist, ja, Ziffern zu verwenden in Bezeichnernamen. Das ist natürlich schon mal schnell, weil man leicht einen neuen Bezeichnernamen sich gebastelt hat. Hochzählen kann man auch in schlimmeren Zuständen. Ja. Aber der Witz ist einfach der, das hat ja keine Semantik. Output User 1, Output User 2, ja, wodurch unterscheiden sie sich? Was ist eigentlich der Unterschied? Ja, also das 1 und 2 habe ich halt jetzt mal hingemacht, damit der Compiler glücklich ist und zwei Namen hat. Aber was das semantisch der Unterschied ist, ist überhaupt nicht klar. Ja. Und was übrigens auch man nicht unterschätzen darf, insbesondere wenn man nächtelang gedebuggt hat dafür, unentdeckt bleibende Bugs durch Tippfehler. Ja. Sie vertippen sich mal schnell, haben aber trotzdem wieder einen gültigen Namen erwischt und 1 und 2 liegen auch noch dummerweise auf der Tastatur direkt nebeneinander. Und der Compiler ist glücklich, Typsystem ist glücklich, ne? Nur natürlich wird das falsche Ergebnis rauskommen. Das ist extrem mühsam zu finden, sowas. Ja? Und das gilt jetzt natürlich nicht nur bei Ziffern, das gilt grundsätzlich. Sie sollten, hatte ich Ihnen ja auch gesagt, X, POS und Y, POS, auch immer eine schlechte Sache. X und Y leben auch direkt nebeneinander. Aber wie gesagt, ganz banale Regel, Sie sollten immer zuschauen, dass eben Sie etwas mehr Distanz in den Namen haben und bitte Semantiknamen, nicht sowas, das ist semantikfrei. Und dann gibt es auch wieder für den nächsten Leser, die nächste Leserin gedacht, einfach mal Methodennamen, die mittlerweile Common Sense sind in der Programmierung. Ja. Und die sind im Englischen ziemlich fest, im Deutschen ist das alles noch nicht so klar, deswegen auch der Tipp, lieber den Code auch auf Englisch schreiben. Diejenigen Leute, die nachher den Code lesen, ist eine hohe Chance, dass die auch Englisch können. Es gibt wenig deutsche Informatiker, die kein Englisch können. Ja. Also, da gibt es auch immer so Wortpaare und wenn ich eine Add-Routine habe und keine Remove-Methode finde, dann wundere ich mich schon. Ja? Und natürlich können Sie sagen, ich könnte doch die Remove-Methode auch anders nennen. Ja klar, der Compiler versteht es, nur wie gesagt, denken Sie an den nächsten Leser. Ja? Genau, wenn ich was habe, Create, erwarte ich auch, dass es irgendwo sowas wie Destroy gibt. Wenn ich First habe, habe ich Last. Wenn ich Get habe, habe ich auch ein Put oder ein Set. Ja? Wenn ich eine Increment-Routine habe, habe ich auch eine Decrement. Wenn ich ein Insert habe, dann habe ich auch irgendwo ein Delete. Ja? Und genau da weiß man auch, das sind Paare und das gehört zusammen. Nicht, weil es der Compiler irgendwie erwartet, aber weil es der Mensch so versteht. Ja. Dasselbe geht weiter, Lock, Unlock, Min, Max, Next, Previous oder Pref, Old, New, Open, Close, Show, Hide, Source, Target, Start, Stop, Up, Down. Ja. Ganz banale Regeln, nichts geistig Anspruchsvolles, aber extrem wichtig. Übrigens, ein Haufen von diesen guten Programmiertipps sind in einem Buch von Steve McConnell, Code Complete, bei Microsoft Press erschienen, trotzdem guter Code, ja. Also, genau, also hier so ein Beispiel, wenn Sie eine Light-On-Routine implementieren, dann sollte auch irgendwo ein Light-Off existieren, einfach weil man das schon so erwartet, ja. Wenn Sie ein Add-Item haben, dann sollten Sie ein Remove-Item haben. Und jetzt bitte keine Inkonsistenzen, nicht so ein Add und dann Remove-Item. Also entweder Add-Item, Remove oder Add und Remove, aber nicht so mischen. Weil da fragt sich jeder, habe ich irgendwas übersehen? Gibt es einen Unterschied zwischen Add? Gibt es irgendwo vielleicht doch noch ein Add-Item? Die Verwirrung ist schon von vornherein da. Und die Leute sind gezwungen, haufenweise im Code rumzulesen, um zu merken, nee, das ist einfach nur eine Inkonsistenz in der Benennung. Ja? Kann man sich vermeiden, den Stress oder eben ihren Nachfolger. Gut, dann wäre ich jetzt hiermit auch schon am Ende. Nächste Vorlesung reden wir nochmal über ein paar technische Sachen beim Ablauf von einem Programm. Und dann, ja, war es das auch schon für dieses Wintersemester gewesen. Bis zum nächsten Mal.